So, herzlich willkommen, guten Abend, liebe Leute, zu einem neuen Video von mir und diesmal wieder etwas ganz, ganz, ganz speziell Besonderes und zwar Grand Austria Hotel. Ja, sie haben jetzt echt ein Bedürfnis, dieses Video zu drehen, wie das Thumbnail schon sagt, eine Liebeserklärung dazu und ich habe mir gedacht, aufgrund der Erweiterungen, die jetzt von Kickstarter ausgeliefert worden sind, von Lookout Games, habe ich mir jetzt gedacht, es gibt Spiele, die ich nachnominieren muss. Ja, wir hatten damals eine Diskussion. Oder es gab eine Diskussion, ja, ich mache so viele Auszeichnungen und so weiter. Klar, das stört mich nicht. Wenn ich der Meinung bin, die sind der Hammer, ja, dann werden sie ausgezeichnet. Und vor 4, 5 Jahren, sowas meine ich, so eine Dreh, habe ich das Spiel schon rezensiert. Ja, Regelerklärung, Fazit dazu. Und da gab es die Auszeichnungen noch nicht. Und ich habe gesagt, es müssten noch viel mehr ältere Spiele, die ich im Regal habe, noch nachnominiert werden, beziehungsweise nachgenannt werden. Und da ich es jetzt die ganze Woche auf den Tisch hatte, 2 Spieler, 3 Spielerpartien, habe ich mir gedacht, Alter, jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, verliebe ich mich in das Spiel neu. Ja? Also gleich vorweg, dieses Spiel steht in meiner Gunst ganz, ganz extrem hoch. Ja? Ich sage jetzt nicht mehr Top-Liste, weil da kommt auch ein eigenes Thema dazu. Dann im Wochenrecap werde ich nochmal was zu dem Thema Listen sagen. Aber das zählt zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn es auf den Tisch kommt, bläst es mich einfach weg. Ja. Ohne Übertreibung, ich finde es so genial. Fangen wir mit den positiven Sachen an. Ja, die Erweiterung kommt natürlich dann gleich noch dazu. Also bei Grand Austria Hotel ist schon mal das Besondere, dieses Würfeldraften. Ja. Im Prinzip eine grundeinfache Mechanik, aber das ist ja so genial gemacht. Wir hatten so eine schräge Partie diesmal zu dritt. Ja, es sind nur blaue Gäste ausgelegen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist unglaublich gering. Ja. Dann bei den Würfeln sind, glaube ich, 6 oder 7 Dreierwürfel gelegen. Die Chance dafür ist unglaublich gering, dass das passiert. Ja. Und dann sitzt du echt schon wieder auf den Tisch und denkst dir, boah, so einen Start hatte ich echt noch nie. Ja. Andererseits kannst du dir viele Räume holen, aber andererseits, oder einerseits, andererseits, willst du vielleicht passen und neu würfeln, aber wenn du dann siehst, dass ein Spieler hier 6 Räume klar macht, das ist natürlich, oh, ja. Also da beginnt das Ganze schon und dann sind nur blaue Gäste da. Also jeder Start ist komplett anders und toll. Ja, das ist wirklich ein tolles Gefühl, was dieses Spiel jedes Mal erzeugt. Ja, und die großen Stärken des Spiels sind auch, dass es sehr, sehr thematisch ist. Abgesehen von der Ressourcenproduktion, ja, es ist schön, dass man hier Geld bezahlen muss, um den Kellner zu bezahlen, der dann das Essen auf den Tisch bringt. Dann werden die Gäste einziehen in bereitgemachte Zimmer. Das ist ja wie in echt auch. Ja, ziehen dann ein und weil sie dann ein Zimmer bekommen haben, geben sie dann noch einen Bonus. Ah, das war die Erweiterungsbox, die ist leer. Ah, gibt es auch ein kleines Hoppala dazu. Das hat jetzt mega gekracht, ey. Wahnsinn. Auch Pannen müssen sein. Ich glaube, so ist das Cover. So, also machen wir nur den Deckel hier. Also die Box wird dann sowieso entsorgt. Ja. Keine Sorge darüber. Das hatte keinen guten Stand. Wird natürlich nicht geschnitten, ja, Pannen soll noch sein. Muss ich mir stehen begeben? Ja, genau. Also es war so, dass das Ganze natürlich sich sehr thematisch anfühlt. Ja. Also von vorn bis hinten diese Ressourcenproduktion und dass die Gäste dann natürlich auch noch Belohnung geben. Ja. Und das kann man auch thematisch nachvollziehen. Der hier zum Beispiel gibt ja Geld. Logischerweise, er zieht dann gerne ein, will schlafen, bezahlt das Zimmer. Er hier zum Beispiel gibt dir Geld und du darfst dir gratis einen neuen Gast aus der Auslage nehmen. Ja. Und das heißt auch thematisch kann man sich das vorstellen, Mundpropaganda, der empfiehlt dein Restaurant weiter. Ja. Und dadurch kriegst du einen neuen Gast in dein Restaurant. Also sowas ist super. Sowas gefällt mir bei Spielen einfach extrem gut und das macht das Spiel perfekt. Ja. Dann sieht es auch noch thematisch sehr schön aus. Und das ist echt super gemacht. Ja, du hast alles, was du brauchst in einem Spiel. Du hast Karten ausliegen, wo du während des Spiels ein gewisses Ziel hast, ja, wo du auch viele Punkte machen kannst. Dann hast du die Kaiserleiste, die sowieso extrem genial ist. Also du musst sie quasi voranbringen,
schreiten, wenn du keine Strafen haben willst. Ich meine, müssen tust du nicht, aber es wäre natürlich gut, weil die Boni einfach, die dir der Kaiser gibt, wenn du es schaffst, die voranzutreiben, auch sehr stark sind. Also du hast sehr viele Optionsmöglichkeiten, hier Siegpunkte zu generieren, wirklich. Und man durchdringt das Spiel erst auch, wenn man es öfter spielt. Am Anfang denkst du dir dann, der andere hat jetzt sehr gute Karten gezogen oder Glück gehabt, dass er dann einen tollen Gast bekommt. Leute, wenn ihr das Spiel beherrscht, dann könnt ihr auf die Gegner reagieren oder müsst auf die Gegner reagieren und euch anpassen. Speziell jetzt auch mit der Erweiterung. Denn da kann man mit dem Modul 1 in den Ballsälen die Gäste stecken, anstatt sie ins Zimmer zu führen. Ja, das heißt, der will jetzt nicht schlafen gehen, sondern der geht tanzen die Nacht über. Ja, das kann man machen. Und da kann man schon reagieren drauf ein bisschen. Okay, du schaffst nicht viele Ballsäle, ja, dann gehe ich eher Zimmer belegen oder hier auf diese Meilensteinkarten. Ja, oder fixiere mich voll auf die Kaiserleiste, weil die auch extreme Boni bringen. Also du kannst wirklich sehr viel machen und wenn du weißt, wie es funktioniert, auch reagieren drauf. Du kannst zocken, voll cool, du kannst passen. Wenn du der letzte Spieler bist, kannst du immer wieder einen Würfel rausnehmen, in der Hoffnung, dass die Würfel vielleicht eine 4 zeigen, um mehr Geld zu generieren. So, das sind aber nur die Grundsachen. Jetzt kommt noch dazu diese Personalkarten hier drüben, die wir hier haben. Ja. Und diese Personalkarten sind so stark, das sind richtige Game Changer. Und jetzt habt ihr so schon eigentlich basic viel auszuwählen und dann haben wir noch Personalkarten dazu, die euch starke, starke Kombos ermöglichen. Und was sich bei den Spielen oder extrem starke Aktionen, hier zum Beispiel jedes Mal, wenn du eine 5 nimmst, 2 Schritte auf der Kaiserleiste voran. Super, ja, super. Mit einer 5 kann man neue Personalien ins Spiel bringen, aber das will man jetzt nicht immer machen. Ja, das ist dann die Krux dabei. Du kannst zwar bei 5 Kaiserleiste fahren, aber ja, muss man schauen, ob das überhaupt das bringt, die 5 zu nehmen. Dann bekommst du Geld bei 6 zum Beispiel, hier bei einer 1 Siegpunkte plus Wein und da gibt es sehr viele verschiedene Fähigkeiten. Das ist einfach genial. Ja, und mit der Erweiterung kommen noch mehr Karten dazu, also erstmal more of the same. Und wenn ihr Modul 1 dazu mischt, dann kommen noch mehr Karten in diese Decks. Ihr seht hier ein großes Deck an Personalkarten. Dann haben wir noch ein großes Deck, mega großes Deck mit den Promokarten natürlich noch dazu, an Gästekarten. Ja, das ist auch der Wahnsinn. Also jede Karte einzigartig, also jeder Gast existiert nur einzigartig, ist ja klar. Toll. Ah, sowas liebe ich an dem Spiel. Der Variantenreichtum, die Gedankengänge, die du hier hast. Du kannst so viel machen. Du hast so viele Zwänge wegen den Würfeln. Es ist einfach, es bläst mich weg. Jedes Mal, wenn ich das Spiel auf den Tisch bringe, ist vielleicht dreimal im Jahr, klar, du kannst nicht immer alles spielen, aber jedes Mal denke ich mir, boah, jetzt machst du ein Video dazu nochmal. Quasi ein, ja, Update-Fazit vielleicht oder eine Nachreichung der Auszeichnung. Weil Top-Listen werde ich keine mehr machen. Dazu werde ich Stellung nehmen dann im Wochenrecap. Aber es gehört schon zu meinen absoluten, absoluten Lieblingsspielen, dieses Spiel. Und auch bei meiner Frau ist dieses Spiel sehr, sehr hoch in der Gunst. Kann ich euch nur verraten. Also grundauf Grand Austria Hotel ein geniales Teil. Ich komme natürlich dann später noch auf Negativpunkte, was manche nicht gefallen kann und was vielleicht nicht so elegant sein kann. Ja, dazu dann gleich mehr. Jetzt noch kurz zur Erweiterung. Also erstmal das Upgrade Pack. Ja, ich habe nicht die neue Collection bestellt. Also ich hatte natürlich das alte Spiel, habe das Upgrade Kit bestellt. Was mich da mal geärgert hat, war, dass die Kartenqualität war ja geil. Ja, es wurde jetzt von normal auf Leinenfinish gewechselt. Dann bekamst du noch alternatives Artwork dazu. Wir spielen auch mit dem neuen Artworks hier, die sehen toll aus. Aber was mich geärgert hat, die Karten waren unterschiedlich geschnitten. Ja, da kann der Verlag jetzt nichts dafür, ist ein Produktionsproblem. Sollte aber an der Qualitätskontrolle normalerweise nicht passieren, so ein Ding. Ja, das ist schon nervig. Aber der Rest super. Ja, also du bekommst neue dicke Holzmöbel, die du zwar bekleben musst, das dauert eine gefühlte Ewigkeit. Dann tolle Ressourcen, ja, das braucht das Spiel hier. Tolle kleine Champagnerflaschen, Weinflaschen,
Kaffeemarker, Torten, super. Ja, trägt noch mehr zum Thema bei. Dann hier eine fette Uhr für die Zeitleiste, also für die Rundenleiste. Super gemacht, ja. Also toll. So, und dann die fünf Module dabei, die hier dabei sind. Ich habe bis jetzt nur das Modul 1 gespielt, ist eigentlich das umfangreichste, kann man so sagen. Auch ein Solo-Modus gibt es jetzt dazu, wo ich in nächster Zeit nicht, leider nicht die Möglichkeit habe, den zu testen, weil ich so viel noch jetzt machen muss. Aber was dieses Modul 1 hier schon an ins Spiel bringt, ist unglaublich geil. Also ich möchte es nicht mehr ohne Modul 1 spielen, weil du eben jetzt die Möglichkeit hast, anstatt die Gäste schlafen gehen zu lassen, okay, er mag nicht schlafen, er geht die Nacht durchtanzen, dafür braucht man Champagner. Und Champagner ist eigentlich die wertvollste Ressource, kann man sagen, an der kommst du am schwersten ran. Ja? Und diese Ballsäle, die hier auslegen, wo es glaube ich auch fünf verschiedene gibt, auch zufällig ausgelegt, haben unterschiedliche Wertungssysteme. Ja? Mal gewinnt die Gesamtanzahl an Tänzer, manchmal werden die Reihen extra gewertet, manchmal wird sogar multipliziert mit der höchsten Reihe und den meisten Tänzern. Also krank, was da abgeht. Und jetzt hast du so schon so coole Entscheidungen zu treffen und dann, ach, jetzt habe ich einen Champagner, lasse ich den da einziehen, dann kriege ich da wieder einen Bonus. Ja, wenn du es nicht machst, dann bekommst du 5 Minuspunkte, solltest du bei einer Wertung keinen auf dem Ballsaal haben, der gerade gewertet wird. Ja, also man muss sich vorstellen, in Runde 3, Runde 5 und Runde 7 wird jeweils ein Ballsaal gewertet und hast du da nicht mindestens einen Tänzer, minus 5 Siegpunkte. Und wie wir alle wissen, wer das Spiel kennt, Sachen, die man nicht erfüllt, sind sehr bestrafend. Ja, also wirklich Kaiser, bestes Beispiel. Wenn du den nicht befriedigst, dann musst du schon mal hier drei Karten abwerfen oder 7 Siegpunkte verlieren oder drei Geld oder 5 Siegpunkte verlieren oder zwei Tänzer aus irgendeinem Ballsaal und oder 10 Siegpunkte verlieren. Also boah, halleo, die Waldfee, da geht wirklich was ab. Und die Erweiterung bringt natürlich noch angepasste, also neue Kundschaften hier in das Deck für die Gäste, die natürlich auch Wein benötigen und euch mit Wein belohnen können. Und das fühlt sich so rund, so gut an. Ja, du brauchst keine Angst haben, trotz der ganzen Promokarten und so weiter, die da dazugekommen sind, dass irgendwie zu wenig mit dem Wein spürbar wäre. War bei uns echt nicht der Fall und das hat extrem gut funktioniert. Ja, du hast auch neue Kaiserblättchen, die alle zufällig gezogen werden. Muss ja nicht sein, dass hier irgendeine Tänzerwertung draußen liegt. Ja, das ist alles zufällig. Und die Variation, die man jetzt da hat, ja, also ich habe bei den C-Blättchen 2, 4, 6 Mal unterschiedliche Blättchen pro Stapel, A, B und C. Ja. Alleine das macht schon den Unterschied des Spiels aus. Das ist so krank. Ich glaube, du kannst das Spiel 2000 Mal spielen. Du hast wahrscheinlich nie das gleiche Spiel. Niemals. Super. Ja? Und die Erweiterung bis jetzt Modul 1 ist wirklich on point. Bringt echt geile Sachen ins Spiel und kann ich nur empfehlen. Und ich glaube, dass die anderen Module auch sehr, sehr gut reinpassen. Ja? Wenn die Qualität der Spielbarkeit so weitergeht. Absolut top. Und was ich bei einem Spiel wirklich am liebsten mag oder sehr gerne mag, was mich absolut triggert, das ist, wenn ich durch Belohnungen, also wie in Marco Polo 1 zum Beispiel, wenn ich durch Belohnungen von Gästen dann weitere Gäste bewirten und freischalten und weitere Belohnungen freischalten kann oder irgendwas abschließen kann. Ja, das ist echt cool. Also er zum Beispiel gibt dir einen Strudel und zwei Geld, dann kommst du in die Überlegung, cool. Ich habe wieder ein Geld, um den Kellner loszuschicken. Ein Strudel hat mir auch gefehlt. Cool, dann zahle ich ein Geld, darf bis zu drei Ressourcen auf einen anderen Tisch legen. Okay, mache ich, triggere den nächsten. Sowas holt mich voll krank ab. Ja. Und dann noch dazu, ziehen die Gäste in euer Hotel ein. Und beim Hotel habt ihr auch noch, jetzt sage ich mal überspitzt, ja, überspitzt Gebietsboni, ja, die man erfüllen kann. Also die haben auch, euer Hotel hat verschiedene Gebiete in verschiedenen Farben. Wenn du die abschließt, bekommst du auch noch Bonus für die Leute, die es nicht wissen. Boah, Leute, was da abgeht, übel. Und sowas triggert mich und die Erweiterung macht das Ganze noch geiler. Ja, genau so.
Ball des Lobes gibt es natürlich auch Kritikpunkte, die mir aber fast scheißegal sind, weil das erste, das kritisiert wurde, ich muss mir noch die anderen Blättchen ansehen, die Reihenfolgeblättchen. Ja. Und zwar ist es so, dass dieses Spiel so funktioniert, dass der letzte Spieler, da muss ich mir dann ansehen, es gibt auch neue Reihenfolgeblättchen, die habe ich mir noch nicht angesehen vom Addon. Also, was das Spiel natürlich, oder was ich verstehen kann, ist, wenn kritisiert wird, dass der letzte Spieler am Zug quasi einen Doppelzug hat. Ja, man muss sich die Reihenfolge so vorstellen: erster Spieler, zweiter Spieler, dritter Spieler, dann nochmal dritter Spieler, dann wieder zweiter Spieler und dann erster Spieler. Was dazu führt, der erste Spieler muss extrem lange warten, bis er seinen zweiten Zug durchführen kann. Zu zweit spürt man das so gut wie nicht. Zu dritt dann schon mehr. Ja. Zu viert ist das natürlich dann episch. Da kann es richtig episch werden. Und das verstehe ich, wenn das kritisiert wird, ja, dass quasi der erste Spieler, wenn man das dann auch noch mit Grübler spielt, quasi dann noch ein Spiel nebenbei spielen kann, weil das ewig dauert, bis er dran ist. Aber Leute, ich verstehe, dass man das so gelöst hat, weil der erste Spieler einfach einen absolut kranken Startspielervorteil hat, indem dass er eine coole Auswahl an Gästen hat, eine coole Auswahl an Würfel hat und sehr starke Würfelaktionen durchführen kann. Und der letzte eben nicht mehr, weil dann weniger Würfel da sind, dafür darf er zweimal und das ist taktisch auch sehr wichtig. Und ich finde, muss ich kurz was trinken? Und ich finde, das Ganze ist richtig ausbalanciert. Das macht Sinn, dass man das so spielt, aber es kann dauern. Ja? Also wenn ihr sagt, ihr habt in eurer Spielgruppe viele Grübler, die wirklich 10 bis 15 Minuten für einen Zug brauchen, Alter, dann brauchst du das Spiel nicht spielen, so leid es mir tut und so geil ist, dass ich das aus hoch ist, ja, kauft euch das nicht, wenn dem der Fall ist, weil dann werdet ihr nicht glücklich werden damit. Ja. Dann mit den Erweiterungen braucht das Spiel schon sehr viel Platz. Ja. Du hast jetzt ein eigenes Kassa-Tableau, das musst du zwar nicht benutzen mit einem schönen Tresor dazu, aber das Kleine ist einfach zu fiedlig, ja, und vor allem. Du brauchst es, weil du sonst hier am Tisch zu klein wirst, wenn du die Karten hier unten an den Tischen anlegen musst. Also zweiter Nachteil, der Platz. Du brauchst einen großen Spieltisch, wenn du das schon mal mit Modul 1 spielst. Normal geht's, aber mit den neuen Modulen, mit der Erweiterung dazu, ja, da brauchst du wirklich einen großen Tisch. Und das kann dann ein bisschen anstrengend werden. So, das Dritte, was ich verstehe, was auch gern bemängelt wird, ist der gefühlte Glücksfaktor. Das Würfeldraften lasse ich mal außen vor. Das ist eine sehr taktische Komponente, auch was das Passen anbelangt. Aber es kann gefühlt schon sein, dass man hier Personalkarten zieht, die man gerade absolut nicht brauchen kann. Aber in der Regel ist jede Personalkarte gut. Man muss sie nur einsetzen, zu wissen und zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Ja? Und klar kann es dann vorkommen, wir hatten gestern eine Combo, da hat einer, wenn er eine 5 genommen hat, 6 Siegpunkte bekommen, jedes Mal für eine 5, hat aber das Spiel dann nicht gewonnen und ist trotzdem Letzter geworden. Ja? Und am Anfang denken sie, boah, der nimmt eine 5, ja, 6 Siegpunkte, dann kommt er wieder dran, nimmt eine 5, 6 Siegpunkte, aber da muss er auch das Personal zahlen können, das er runterlegt, ja, weil dann hat er zwei Aktionen verschwendet für dieselbe Aktion, die er aber vielleicht gar nicht machen wollte. Also wirkt alles schon sehr gebalanced und ich finde nicht, dass es so glücksabhängig ist. Ich kann es verstehen, wenn man das fühlt, ja, der hat da wirklich einen tollen Gast bekommen für, der gibt dir da gleich 4 Geld, wenn du den löst, hätte ich auch gebrauchen können. Ja, das dürfte ich so nicht sehen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, auch wenn ich gegen meine Frau jedes Mal verloren habe, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie einen Nachteil hatte. Ja. Ich war meistens selber schuld, weil du eigentlich so viele Entscheidungen hast. Ich sehr gerne auch aus dem Bauch heraus spiele. Wenn ich fit bin, grüble ich auch schon gerne länger. Aber ich kann es verstehen, wenn sich das so anfühlt am Anfang. Habe ich gestern auch mal kurz das Gefühl gehabt, ja, aber es war nie so, dass ich mir denke, man hätte das Spiel trotzdem nicht, also man hätte das Spiel nicht gewinnen können. Ja, es liegt wirklich an einem selber. Klar kann man hier, ja, ich sage mal, zur Situation gute oder bessere Karten ziehen, je nachdem, ob das einem passt oder nicht. Aber ihr könnt einfach so derb viel machen,
dass ihr immer irgendeinen guten Weg finden könnt, das Spiel zu lösen, sage ich jetzt mal. Ja, und ja, geil. Und wenn ihr euch jetzt die Chance habt, das Spiel zu holen, dann holt euch gleich auch die Erweiterung dazu, definitiv. Wenn ihr die Chance habt, irgendwo auf Flohmarkt oder keine Ahnung, ist ja so rar gesät, das Game, leider muss ich sagen, Co-Austria Hotel zu holen. Vielleicht kommt irgendwie an das Upgrade-Pack ran. Wenn nicht, funktioniert so natürlich auch sehr gut. Ja, keine Frage, aber mit Upgrade-Pack und Erweiterungen, nicht, dass es nochmal umfällt, wird das Spiel noch genialer. Ja, also das ist wirklich ein Fest für Eurogamer. Dieses Spiel ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Nochmal dazu. Und ich habe es gestern mit zwei Leuten gespielt. An den Richie und an den René. Grüße gehen raus. Die haben jetzt auch gerade mal angefangen, Brettspiele zu spielen. Spielen jetzt auch schon, ich weiß nicht genau, ein halbes Jahr oder so. Oder ein bisschen länger. Haben jetzt mal angefangen, kommen da in die Welt der Vielspielerspiele auch jetzt ein bisschen näher. Kommen rein, kaufen sich Spiele. Und haben das noch nie gespielt und ich habe schon Angst gehabt, ob das nicht ein bisschen überfordernd wirkt. Und da hat man auch gesehen, die Grundregeln sind eigentlich einfach. Ja, nimm den Würfel, mach die passende Aktion dazu. Aber es hat alle beide richtig, richtig gut gefallen, das Spiel. Natürlich der Vorteil, ich konnte es erklären, ja, aber beide waren wirklich sehr angetan und ich habe selber noch keinen Spieler auf den Tisch gehabt, der sagt, boah, das Spiel ist nicht cool, ja. Darum waren die Preise auch so hoch, weil das Spiel ja quasi out of print war und auch noch ein mega tolles Game ist. Ja, also da man, wenn ihr irgendwie die Chance habt, an den Ding ranzukommen, dann nicht lange überlegen, gleich zuschlagen. Müsst natürlich nur auf den Preis achten. Ich habe mich da jetzt nicht informiert, ob es nach dem Kickstarter auf Retail rauskommt. Da müsst ihr mal bei Lookout Games nachsehen. Habe ich aktuell, glaube ich, jetzt nichts gesehen. Aber wie gesagt, vielleicht kommt das ja auch noch in den Handel jetzt da, dass es auch eine Erweiterung durch Kickstarter gab. Na, muss ich mich selber nochmal informieren. Aber ich habe das Teil, ja. Ja, also wie gesagt, einfach mal nachsehen, wo ihr das Ding herbekommt, falls ihr es haben wollt. Und mir bleibt da nichts anderes übrig, ja, dieses Spiel eine Auszeichnung nachzureichen. Und zwar in Gold natürlich, Gold für Grand Austria Hotel, ganz klar. Also hätte ich eine Platin-Auszeichnung, würde es Platin mit 5 Sternen bekommen. Mir sind die Negativpunkte dieses Spiels scheißegal. Ja, ich mag es auch nicht unbedingt zu viert spielen, das gebe ich zu. Ich spiele es auch am liebsten zu zweit und zu dritt, definitiv. Zu viert nur dann, wenn du weißt, dass wirklich keine Krübel am Tisch, aber gestern ist mir auch selber passiert, dass ich zweimal richtig lang gebraucht habe für einen Zug, weil du dann doch ehrgeizig wirst. Also zu viert sehr anstrengend. Es sind in der Erweiterung neue Zugplättchen dabei, muss ich mir mal ansehen, wie die funktionieren. Vielleicht wurde da was geändert. Werde ich dann vielleicht noch im Kommentar danach reichen. Das wollte ich mir vor dem Video noch machen, aber heute habe ich leider nicht mehr viel Zeit. Daher habe ich mich gleich hingesetzt und für euch natürlich das Video gemacht. Ja, also verdiente Goldauszeichnung, absolut. Dieses Video ist mir wirklich schon lange am Herzen gelegen und jetzt, da ich es mit Erweiterung jetzt fast die ganze Woche gespielt habe, habe ich es, ja, es muss einfach sein. Es muss nachnominiert werden als eines der besten Eurogames, die du zocken kannst auf den Tisch. Ja. Und natürlich freut es mich, dass das auch noch ja, im Prinzip mein Land ein bisschen repräsentiert. Grand Austria Hotel. Ja, dieser wienerische Charme kommt hier definitiv rüber, kann ich euch nur so garantieren. Über diese 1800er Cafés damals, das war schon cool. Jetzt würde das Artwork ein bisschen modernisiert von den Personen, ganz klar. Ja. Nichtsdestotrotz, mega, mega geiles Spiel. Meine absolute Empfehlung für zwei Spieler, drei Spieler. Ja, perfekt dieses Ding. Erweiterung muss ich noch viel, viel mehr erkunden, aber jetzt kommt wieder etwas anderes auf den Tisch. Ja, ich habe es jetzt die ganze Woche gespielt. Beim nächsten Mal dann ein anderes Modul, werde ich euch dann auch berichten. Und das war's, das Video zu meiner Liebeserklärung zu Grand Austria Hotel. Einfach ein Wahnsinnsding. Ich kann nur sagen, für dieses Teil, da kommen viele Spiele nicht ran. Und ja, das war's. Freue dich auf das Wochenrecap. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Board Gamer. Ciao.